Willkommen von der CES 2016, wo wir hier den brandneuen Razer Blade Stealth vor der Linse haben. Eines der schönsten Notebooks, die man aktuell kaufen kann und vor allem vergleichbar mit dem Dell XPS 13. Wir haben hier ein komplettes, wunderschönes Metallgehäuse, ein An- und Ausschalter in der Mitte und vor allem dann hier auch noch hintergrundbeleuchtete Tastatur, die natürlich die Farben wechseln kann, wie ihr gerade seht. Sie wechselt hier gerade ein bisschen durch zwischen Rot, Orange und so weiter. Wie gesagt, wunderschönes Metallgehäuse, brillantes Trackpad und ab $999 schon verfügbar. Grüner USB-Anschluss, natürlich Razer-typisch, USB 3 hier in dem Fall, HDMI-Ausgang, sehr wichtig. Ansonsten keine Anschlüsse einmal außenrum, aus einem Stück Metall gefräst das Ganze allerdings. Und auf der Seite dann entsprechend noch Headset, USB 3 und ein Thunderbolt 3 Anschluss, der USB Type-C-Anschluss, der sehr wichtig ist in dem Fall, weil hier bekommt das Gerät gerade den Strom. Mit der Intel Iris Grafik ist es schon schnell, aber weil wir ja Gamer sind und Razer ja eine Gaming-Firma ist, haben wir hier noch so eine schwarze große Box dazu, die man noch dazu kaufen kann. Hier ist eine richtige Grafikkarte drin und wir spielen damit ein richtig anspruchsvolles Spiel, das ich euch gleich zeigen werde, aber zur Grafikkarte noch ganz kurz. Hier, wie ihr sehen könnt, da sind dann viele verschiedene Dinge angeschlossen, denn das ist die Powerpan Thunderbolt 3 bei Intel. Eine richtige Grafikkarte hier drin, vier weitere USB-Geschichten wie zum Beispiel Maus, Tastatur und so weiter, Netzwerk und Strom kriegt das Ding natürlich separat, denn so eine GTX 800 braucht ganz schön viel Strom. Wie viel die Box hier kosten wird, wisst ihr noch nicht, aber das wird natürlich auch ein sehr schönes Gerät sein, was hier auch noch so ein kleines Licht drin hat, also schaut auch schon mal sehr gut aus. Und was ich jetzt ganz kurz zeige, ist hier auf dem großen gekurften Bildschirm mit dem i7-Prozessor hier drin und dem 8 GB RAM, und es ist kein Desktop, das ist ein Mobile-Prozessor, können wir hier das Spiel hier mal kurz weiterspielen. Und wenn ich jetzt hier auf Resume gehe, dann seht ihr wirklich, wie gut die Grafik ist. Das schaut erheblich. Das schaut sehr, sehr, sehr gut aus. Ich werde hier gerade abgeballert und ich kann hier auf jeden Fall zurückschießen. Mit einer Hand ist es ein bisschen schwer zu spielen, weil so kann ich mich nicht so gut wehren. Aber wie ihr sehen könnt, das Spiel schaut wirklich sehr gut aus. Ich sterbe jetzt halt gleich, aber das schaut wirklich sehr, sehr, sehr gut aus und ist auf jeden Fall eins der schicksten Spiele. Also wie ihr sehen könnt, leider, was mich ein bisschen stört, ist, dass hier außenrum hier einen relativ großen Bildschirmrahmen haben. Von außen aber wirklich sehr schön das Ganze designt ist. Das Display ist sehr schön leichtgängig, aber es wackelt nicht allzu sehr, wenn ich das Gerät in der Hand halten würde. Ist auch nicht allzu dick. Und von unten natürlich auch hier RAM und Festplatte und so kann man nicht wirklich austauschen, aber hier ein paar Schrauben und ein ähnliches Design, wie es Dell eigentlich gemacht hat, aber hinten ein bisschen dicker, das Gummi als vorne, also ist ein bisschen natürlich das Notebook auch ein bisschen höher stehen, zum Schreiben sehr bequem. Und ich kann hier mal ganz kurz zeigen, dass das Display auch noch schön weit nach hinten gekippt werden kann und die Lautsprecher hier vorne natürlich auch wunderbar für Multimedia-Einsatz sein sollten. Wir sind beim Intel-Stand, deswegen ist es ein bisschen laut, deswegen schon mal tut mir leid dafür, dass wir das $999 Razer Blade nicht ein bisschen besser demonstrieren können. Ich hoffe, ich kriege das mal zum Testen und eventuell löse ich damit auch meinen Dell XPS 13 ab, wobei ich den SD-Kartenleser auf jeden Fall vermissen würde, der ja leider hier fehlt.